Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußballmanager. Und mir ist das Spiel vorhin abgestürzt nach dem Ausmachen, also nach dem Beenden der Aufnahme. Und ich musste die Woche nochmal hier spielen. Naja, ich wollte jetzt nicht im 3D-Modus, sondern im Textmodus spielen. Deswegen starten wir doch heute mal. Wir können das gewinnen, komm Freunde. Anstoß, erste Halbzeit und gleich die erste Chance hier für die Bremer. Bargfrede passt nach rechts zu Arnautovic, der eine Strafe eintritt und dann fast vor der Grundlinie von vor's Tor passt. Die Defensive der Fortunen kann die Situation aber reinigen. Reisinger taucht plötzlich alleine vor Mielitz auf, doch statt zu schießen, schlägt der erfahrene Routinier noch einen Haken, legt sich den Ball auf den anderen Fuß und netzt überlegt ein. Yay! 1:0. Danke, Reisinger. Fortuna Düsseldorf ist mit diesem System eher defensiv ausgerichtet. Maletas, yay! Leichte Kopfverletzung. Aha. Die Nase blutet, okay. Möglichkeit hier für die Bremer. Lamberts ist nach einer Flanke von Arnautovic ein Schritt schneller als Nils Petersen und klärt zur Ecke. Und Ecke von links, Ekici. Ekici schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt, gerade so, dass Fabian Giefer nicht weiß, ob er herauskommen soll. Lukimia kommt zum Kopfball, verfehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. Oh, was für eine Chance für Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, aber diesmal hat Lukimia aufgepasst und spielt den Ball weg, ehe Stefan Reisinger mit dem Leder auf und davon gehen konnte. Schade eigentlich. Gut, dass wir jetzt hier mit 1:0 führen. Verletzung Maletas. Sehr gut. Nasenbeinbruch. Wuhu. Es geht doch nicht weiter. Seine Nase sieht auch etwas krumm aus. Jo. Gut, dass wir keinen Innenverteidiger haben. Doch, Bocek. Ja, schade, dass wir gleich schon hier einen auswechseln müssen. Wir sind auf jeden Fall defensiv eingestellt, das finde ich okay. Dann kriegen wir nicht so leicht hier, hoffe ich mal, viele Tore rein. Reisinger dreht sich um Lukimia herum, der dafür dessen Trikot testet. Gelb für den Bremer. Oh, wieder eine Chance für uns. Axel Bellinghausen ist da ein kleinen Tick schneller als sein Kontrahent und spitzelt die Kugel vor das Tor. Prödel rettet per Kopf zur Ecke und mahnt dann seine Kollegen zu mehr Konzentration. Ecke von links, Vronin. Tolles Luftduell zwischen Reisinger und Lukimia nach einer Ecke von Vronin. Am Ende kann sich natürlich der Bremer durchsetzen und die Gefahr bereinigen. Klappt wohl nie so gut hier mit den Ecken. Zumindest für uns nicht. Wieso hat Giefer eine 5,0? Warum? Oh, 4,5. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Ecke von links. Mehmet Ekici. Was ist hier los? Giefer pflückt den Ball sicher herunter. Ja, dafür müsste die Note jetzt noch weiter runtergehen. Also noch besser werden. Ilija versucht durchzukommen, doch Durica läuft ihm den Ball ab. Okay. Ich hatte auch noch einen Gameplay-Patch installiert, aber den sieht man ja nur im 3D-Match. Und wir haben ja gerade auch nur den Dingsbums. Heute ist mehr drin. Heute ist mehr drin, komm. Noch mehr als ein Sieg. Loben. 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 Und motivieren. So, ich klicke hier nochmal auf Massage. Ach. Wenn man die ganze Zeit 3D-Match macht, geht es nicht mehr. Dann ist das Spiel kaputt. Oder geht das echt nicht im 3D-Spiel? Das ist. Ja, die Programmierer haben echt irgendwas gesoffen, oder? Das gibt es doch nicht. So viele Bugs, wie in diesem Spiel drin sind, die haben die ganze Zeit den gleichen verdammten Gammelcode.
haben die Milliarden von Bugs da drin und kriegen sie einfach nicht mehr raus. Und dann bringen sie was Neues rein und es ist gleich schon wieder kaputt. Das ist doch echt verrückt. Also, und dafür kriegen sie jedes Jahr wieder die volle Summe. Dabei machen sie nur ein Update. Gibt's doch nicht. Meine Güte. Also ich kann mich echt aufregen über so einen Verein. Ich meine jetzt nicht Fortuna Düsseldorf oder Werder Bremen, sondern die Programmierer, Entwickler, Bright Future. Das ist doch echt ein Gammelhaufen. Und die kriegen dafür jedes Jahr die volle Summe. Also wenn man natürlich nicht sich nur einen Key holt irgendwie und dann 25, 30 Euro oder so maximal bezahlt oder 20 Euro. Die Bremer jetzt hier mit einer Chance, Mehmet Ekici. Naja, und dann kriegt man jedes Jahr den gleichen Müll serviert. Gibt's doch nicht. Also mich nervt das echt, wenn jedes Jahr immer und immer wieder gammelige Bugs da drin sind. So, und jetzt kommt vor die Füße von Arnautovic, dessen Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Sehr gut, meine Güte. Alle Spieler dürfen sich mal aufwärmen, um den Gegner zu verwirren. Schmitz für Injowski und nochmal eine Chance für die Bremer und noch eine Chance und von rechts segelt eine Flanke von Arnautovic auf den Pfosten, doch dort verschätzt sich Boczek und Nils Petersen kopft aus 6 Metern aufs Tor, aber genau auf Fabian Giefer, der mühelos parieren kann. Meine Güte. Puh. Jetzt mal eine Chance wieder für uns. Kommt, haut das rein. Ein schneller Angriff von Fortuna Düsseldorf. Rubin Kruse ist zunächst vorbei an Lukas Schmitz, der versucht, den in der Mitte lauernden Voronin in Szene zu setzen, misslingt aber völlig. Na, Spitze. Spielerwechsel. Wo seid ihr jetzt hier mal hier irgendwann frisch? Voronin können wir gleich mal wechseln für Ilzo. Spielerwechsel. Aaron Hunt für Kevin De Bruyne. Keine Ahnung, wie der heißt. Bruyne oder so. Und dann würde ich sagen, Kruse möchte ich eigentlich drin behalten. Obwohl, hohe Flanke von der Seite durch Bellinghausen, köpft Oliver Fink ins Bremer Tor. Er springt dabei aber in den Torhüter hinein und befördert ihn gleich mit ins Gehäuse. Schiedsrichter Bastian gibt den Treffer zurecht nicht. Okay, machen wir hier Kruse. Wechseln wir Kruse. Na? Noch 10 Minuten. Hat es jetzt geklappt? Ja, es hat geklappt. Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Spiel jetzt hier endet. 0 zu 1 steht es. Sieht wegen Meckens gelb. Okay. Eieieiei. Hier passiert nichts mehr, oder? Bitte kein Tor. Bitte kein Tor für die Bremer. Eine Chance noch für uns. Langer Ball auf den Flügel. Digne bekommt den Ball an der Eckfahne unter Kontrolle. Zieht in den Strafraum. Lässt aussteigen und will schießen. Militz wirft sich heldenhaft auf den Ball und vereitelt ein sicheres Gegentor. Hui. Digne hat sich da gut durchgesetzt. Von der Verteidigung direkt in den Sturm. Nachspielzeit, eine Minute. Jetzt bloß nicht schwächeln, Freunde. Vorbei. Schlusspfiff. Juhu. 1-0 gegen die Bremer. Super. Okay. Sehr gut. Das gibt wieder einen Schub. Ergebnisse. Wir sind weiter noch auf dem 5. Platz. Immer noch 3 Punkte von dem 1. entfernt. Aber nur 1 Punkt vom 2. Platz. Also wir arbeiten uns langsam hoch. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auswärtsspiele sind keine Butterfahrt. Wer ist denn hier von uns gut dabei? Düsseldorf, Lannecke. Okay. Teamleistung, ja, okay. Fairness, da sind wir nicht dabei. Van der Vaart. Hoffenheim, Kutschek. 5 Spieltage auf den 7. Okay. Forderung stellen. Sehr schön, Lannecke. Da könnte man gleich noch was sagen zu ihm. Statusbericht der Verletzung nach 8 Tage. Das ist doch ätzend. Okay, die erste Mannschaft. Malizas. Boczek dafür rein. Jo. 130 noch. Okay.
Mit einem defensiv stabilen Team. Ach, sie haben keine weiteren Dings für diese Woche, okay. Privater Bereich. Ist aber nichts geändert, ne? Nö, ist nichts passiert, okay. Das geht hier weiter hoch. Nur noch 1% Verlust. Mal gucken, wie sie jetzt reagieren, die Frankfurter. Möchte gerne bei seinem Verein bleiben. Also, wenn sie jetzt 1-7 annehmen. Zeitung Mannschaftsinterne ausgeplaudert. Besonders hat er Details von ihren Aussagen während der Halbzeit veröffentlicht. Strafe auswählen, okay. Akzeptiert. Er geht für 1,7 Millionen. Okay. Boss ist wieder fit. Like a boss. Franziskus ist wieder fit. Robert Walter. Mhm. Okay, damit haben wir einen Spieler weniger, der dann bald geht, und zwei kommen hinzu. So, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt sind sich einig. Digne. Wow. Interne ausgeplaudert. Ja, also Geldstrafe. Was für... Auf einen Vertrag konnte sich nicht einigen und damit ist ein Vertrag gescheitert. Kriegen wir trotzdem die 1,7 Millionen? Das gibt's ja nicht. So, der Aufstellungsassistent, was sagt der hier? Oh, Digne ist Form 16. Fitness, warum ist die so niedrig? Ey, wieso ist die so niedrig? Und ich habe schon wieder nicht Trainingsplan eingestellt. Wisst ihr was? Langfristig. Wir sind jetzt ja gerade November. Taktik allgemein. Wir machen hier Fitness heftig. Wenn das mal hier reinkommt. Gruppe 2. Fitness heftig. Der Plan ist ja hier so ein bisschen schon aufgebaut. Das gibt's ja echt nicht. Und ich dachte schon so, juhu. wer hat das letzte Mal das Tor geschossen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wer hat das letzte Mal das Tor geschossen? Kann man das irgendwie nochmal nachsehen? Die Liste der Spiele. Kann man hier vielleicht nochmal... Ausland und Finanzen. Gewonnene Titel, Herausforderung Amateur. Hättest du der Spieler ihre Top-Torschützen interessierte Vereine? Letzte Spiele. Letzten 6 Spiele. Gegen Bremen. Genau, gegen Düsseldorf. Kann man das Ergebnis davon noch sehen? Begegnungen. Ah ja, okay. 1-0. Und natürlich steht nicht da, wer es geschossen hat. Was von wir, ja? Ja, toll. Dann gucken wir mal über Fortuna. Begegnungen. Reisinger. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Reisinger. Haben schon geredet. Das heißt, wir müssen erst noch weiter einen vorspulen. Du wunderschöne Stadt. La 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 la. Verständigungsprobleme mit Bruno Soares. Okay. Und Bruno Soares hat Schwierigkeiten, sich einzugewöhnen. Sein Berater hat sich bereits beschwert, dass er etwas sicher wählen müssen, falls wir nicht unternehmen, um ihn besser zu integrieren. Portugiesisch und Deutsch. Wir haben schon... Also er kann Deutsch. Er ist Brasilianer. Sollen wir jetzt noch irgendwie einen weiteren Brasilianer herholen, oder was? Was ist da los? Bruno Soares. Ich weiß es nicht. Reisinger, so... Haben wir sie schon mal gehabt? Samuel Pitty? Wer kann denn hier noch Portugiesisch? Kann irgendjemand hier Portugiesisch? Giefer, du trainierst sensationell. Sehr schön, Robby Kruse. Du hast gut trainiert. Irgendwie müssen wir uns wohl ein... Typ sie suchen, der seine Sprache spricht. Das heißt, wir brauchen einen vom Transfermarkt,
der uns was bringt, den wir im Blickfeld haben und der dazu auch noch Portugiesisch spricht. Haben wir hier irgendwo so einen Moritz Leitner? Wir sind hier Österreicher, der spricht kein Portugiesisch. Nur realistische Transfers, sehr gut. Günther, wie sieht's denn bei dir aus? Türke ist er, aber der kann das nicht. Nee. Basel, ja, der wird auch kein Portugiesisch können, schätze ich mal. Nee, ist sogar Deutscher. Cottbus. Nee, auch kein. Pogba, Juventus Turin. Und Details. Kann man da irgendwo sehen, welche Sprache? Englisch, Französisch. Ah, er hat sogar Brüder. Sony spricht Französisch. Schade, fast. Und Stroke City. Aber der ist echt teuer. Emre Can. Bayern München. Ja. Geht lange Wege, ja. Aber er spricht nur Deutsch und Türkisch. Von ihm wissen wir nichts. Deutsch, Französisch, Englisch. Das heißt, wir brauchen mal irgendwie einen Brasilianer. Gehen wir mal auf Spielersuche. Suchkriterien. Nationalität. Brasilien. Und jetzt suchen wir mal den hier. Hä? ich habe die brasilianische Mannschaft. Oder habe ich die doch? Ich will mal kurz gucken. Also, der müsste bei Sao Paulo das sein, der Maicon Leite. Brasilien. Irgendwas mit P, genau. Vereinsinfo. Mal sehen, wie der hier ist. Maicon Leite, da haben wir ihn. Genau das gleiche Bild wie bei FIFA. Ist ja irgendwie klar. Gehalt, Marktwert. Der ist teuer. Der kann nur. Okay. Können wir den mal in den Blickfeld aufnehmen? Mal gucken. Vielleicht können wir da irgendwas ja machen. Wäre mal eine Idee, oder? Wenn wir hier den Form Delete. Da sehen wir halt noch nicht so viel. Er ist ein Rechtsaußen. Aber kann auch hängende Spitze und so weiter. Eventuell ist er sogar noch ein Tickchen stärker. Mal sehen, 800.000. Ist ja nicht so günstig. Okay, also das nächste Spiel ist gegen Hamburg. Moine Pelle, du wunderschöne Stadt. So, zack. André Voronin. Ist er wirklich müde? Es geht. Eigentlich nicht. Er ist total fit. Was können wir noch sagen? Der Spieler ist zurzeit nicht verfügbar, weil er tot ist. Super letztes Spiel. Okay. Levels. Durica. Super letztes Spiel. Nando Raphael. Ja, da sollte ich auch mal ein bisschen mehr drauf achten. Wenn dazwischen steht, 1,0 sozusagen als Endnote, dass man denen auch sagt, dass er ein super letztes Spiel hat, darauf kann man gut achten vielleicht. Gib im Training alles, Bodo Soares. Ja, ich weiß nicht, wie wir ihn da ein bisschen verbessern können. Also, außer durch die Methode, dass wir einen entsprechenden Spieler dazu holen. Ne? Dann hier nochmal Lamperts. Meine Güte, jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Okay, Ball halten, Vorstoß, tralala, alles okay. Laufwege, natürlich Voronin merkt sich das hier nicht. Nochmal speichern als Fortuna. Okay. Jo, existiert und dann, okay. Gut, wir laufen dann nochmal so auf. Bellinghausen, zwar ein bisschen unfrisch.
Aber das macht nichts. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Macht's gut. Tschüssikowski.